Heute der siebte Tag des Kalea Bier-Advent-Kalender-Wahnsinns mit vier verschiedenen Bier-Advent-Kalendern. Und schauen wir uns mal an, was wir heute drin haben. Hallo, liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anfangsstand mal auf Kabau TV und das hier ist Manfred, der Mistelbacher Mundschenk. Und auf deutscher Seite, sprich beim deutschen Bier-Advent-Kalender, haben wir eine Hirsch-Hefeweiße, auf die ich mich extrem freue, weil ich ja Hefeweizen so gern mag. Es ist aus 7873 Würmlingen und hat 5,4 Volumensprozent, hat Wasserweizen und Gersten mal Hopfen und Hefe und ist auch wieder für Schwangere nicht geeignet. Ich weiß nicht, ab wann man dieses Schwangerschafts-Emblem drauf tut. Ja, ich habe mal wieder einen Hänger. Aus erlesenen heimischen Zutaten brauen wir diese vollmundige Weißbier-Spezialität mit einem betont fruchtigen Aroma. Das werden wir mal schauen. Ein Absetzen der Hefe beeinträchtigt nicht die Qualität, sondern resultiert aus der natürlichen Gärung. Als wenn wir das nicht wüssten. Gebraut nach dem Reinheitsgebot mit den Zutaten. Nach dem Reinheitsgebot. Es gibt mehrere Reinheitsgebote. Es steht nicht dabei, welches Reinheitsgebot. Also ist wieder spannend, was hat zumindest nicht wirklich viele Sachen drin, die man nicht im Bier drin haben will. So, mein Bier auf österreichischer Seite ist 100 Blumen. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Also Age of Aquarius. Ja, it's the Age of Aquarius. Ein Wiener Lagerbier, steht das neue Wiener Bier, ein Vollbier. Stammwürze 12,5 Grad. 5,2 Volumensprozent Alkohol. Also normales Lager, Zutatenwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, unfiltriert. Auch ja. Das wird trüb sein. Ja, natürlicher Bodensatz möglich. Haltbar bis 24. Mai 2018. Ja, meins ist auch haltbar. Keine Ahnung wie lang. Da steht was, 14.05.2018. Ja, bin schon gespannt auf das neue Wiener Lagerbier. Von der 100 Blumen Brauerei in der Endrichstraße im 23. Wiener Gemeindebezirk. Auf der anderen Seite von Wien. Von uns aus gesehen. Von uns aus gesehen, ja. Ja. Wir sind ja in Transdanubien daheim. Im wunderschönen Weinviertel. Also ich komme direkt aus der Hauptstadt des Weinviertels, also Mistelbach. Wo es nicht mal mehr eine Bank Austria gibt. Das ist... Übers Bankensterben brauchen wir hier nicht reden. Das ist ein Mittelalterkanal mit im Moment Fokus auf Bier und Mittelalter. Deswegen reden wir darüber nicht, aber ich finde es trotzdem frech. Es ist schön... Es hat irgendwie so diesen milchig-gelben Touch, ja. Sehr trüb. Gibt es eigentlich auch ein bisschen dunkler. Es ist schon wirklich recht hell, auch für ein Hefeweizenbier. Ja. Es riecht, wie ein Hefeweizen riechen soll. Also wirklich genau so. Dein Bier wiederum ist ja dunkler. Ja, das ist interessant. Also für ein Wiener Lagerbier, also Lagerbier würde man sich doch eher ein helleres Bier erwarten. Sehr viel heller. Ja. Es sieht nicht wie ein Lager aus. Nein, es sieht überhaupt nicht wie ein Lager aus. Es ist leicht trüb, ja, sieht man. Sehr spannend. Viel Blume, du hast noch nicht alles von der Flasche drin. Nein, ich habe nicht einmal alles von der Flasche drin. Aber eine sehr schöne Blume, darum heißt es offenbar 100 Blumen. Ja, mit einer Flasche brauchst du aber nicht 100 Mal eine Blume machen. Ja, vor allem mit so kleinen, aber... aber also, der Geruch ist auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist so gut, meins. Meins auch. Meins ist einfach nur, ich bin ja ein Hefeweizen-Liebhaber und ich muss sagen, so gut. Das ist, man sagt sozusagen immer das erste Bier des Tages. Ja, ich habe auch schon so einen Durchstopp. Und der erste Schluck ist sowieso immer, also
Das ist vielleicht unfair gegenüber den beiden anderen, die wir dann immer als zweites verkosten. Aber die Eigentlich ersten. drei andere, bloß diesmal haben wir zwei gleiche da. Ja, aber das erste Bier natürlich im Normalfall einen leichten Startvorteil. Immer. Das ist Startvorteil bei durstigen Menschen. Also würden wir jetzt zum Beispiel fünf hintereinander verkosten, wäre es beim dritten wahrscheinlich schon wurscht. Ja, aber. Aber es ist einfach, man merkt es auch, man setzt an und macht gleich drei, vier Schlucke. Also mit einem Schluck ist es ja Ja, nicht. es ist ein sehr gutes Lager mit einer dunklen Note. Also sehr malzig, aber sehr angenehm. Also, wer immer diese Brauer sind, kann sagen, sehr gut gelungen. Es ist ein gutes Bier, aber kommt halt überhaupt nicht an meinen Hefeweizen ran, weil, wie gesagt, ist es halt kein Hefeweizen. Genau. Das ist halt, wenn man manche Sachen besonders bevorzugt, ist es halt so, bevorzugt man sie halt einfach. Ja, das ist ein Hefeweizen. Sehr intensiver Geschmack. Es ist von der Hirschbrauerei. Man könnte ja fast meinen, dass das vielleicht die Hirschbrauerei ist, die gemeint war Gestern. gestern bei den Ah, Santas. jetzt wissen wir, was wir verpasst oder vergessen haben zu recherchieren. Haben wir nicht vergessen. Hast du recherchiert? Ja, ich habe den Link unten in die Videobeschreibung getan. Aha, habe ich noch nicht gelesen. Mea culpa, mea culpa, mea maxima Muss man auch culpa. dazu sagen, bevor er hierher kommt, ist in der Arbeit. Also Ja. er hat nicht viele Möglichkeiten zu lesen. Na, ist ein sehr gutes Hefeweizen. Also, ich bin jetzt kein Weißbiertrinker, das wissen die Zuschauer, die das verfolgen schon. Meins. Ja, aber. Ist ein wirklich gutes Weißbier. Ich habe leider ein negatives Weißbier-Erlebnis und seit, Echt? ja. Erzähl. Also ich habe früher sehr gerne und sehr viel Weißbier getrunken und hatte dann nach einem intensiven Wochenenderlebnis in Innsbruck, das von Freitag bis Sonntag gedauert hat, sehr viel Weißbier und am Sonntag gab es dann noch Weißbier und Weißwurst zum Frühschoppen. Ja. Und das war dann doch ein wenig zu viel des Guten. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich wieder Weißbier trinken konnte. Das geht mittlerweile schon wieder. Weißwurst kann ich immer noch nicht essen. Ich kann Weißwurst essen, Weißwurst trinken, Weißwurst trinken, Weißbier trinken, habe aber auch ein extrem übles Weißbiererlebnis gehabt. Seitdem weiß ich, nach 26 Bacardi Cola trinkst du kein Hefeweizen. Das ist keine gute Idee. Ja, Ja, sollte man eher vermeiden. konnte aber danach durchaus Hefeweizen weiter trinken. Ja, ich habe bloß mich bemüht, nicht wieder 26 Bacardi Cola davor zu Das trinken. ist ein sehr guter Tipp. Also vor Weißbier keine 26 Cola Bacardi. Sehr lehrreich für alle Zuseher. Ja, das war, solange ich bei Bacardi Cola geblieben bin, war echt noch die Welt in Ordnung. Dann kam der Lokalwechsel, Sauerstoff und dann noch ein Hefeweizen. Und nein, nicht Also, gut. ich 8 oder 9 Jahre gebraucht, bevor ich ein Weißbier überhaupt nur riechen konnte, ne? Ohne dass mich sofort gereckt hat. Das nächste Bier ist sowohl im internationalen auch als auch im Craft-Bier-Kalender ein 13 Guns. Wobei eben da eine Kanone abgebildet ist. An intense hit of hops, American IPA. A salute to the original 13 States of America. Ah, also sozusagen haben wir hier ein Stück Geschichte. Ja. Es hat auch verschiedenste Hopfensorten. Ja, und sogar einen World Beer Award Europe Gold. Interessant. Ja. Also die Hopfensorten sind Centennial, Citra, Amarillo, Apollo, Chinook und Cohatu. Und die Malzsorten sind Pale Ale, Munich, Caramalt und Rye. Interessant.
Also, die haben hier wirklich unheimlich viel Informationen drauf gepappt. Aber eben, es ist ja eben, soll ja extrem viel Hopfen haben. Deswegen auch eben 6 verschiedene Hopfensorten. 13 wären vielleicht doch etwas übertrieben gewesen. Ja, also es ist, steht vielleicht genauer drauf, von woher es kommt. Aus England. Aus England? Ja, Blackburn. Möchte man nicht glauben, wenn es ein 13 Guns ist, American. And salute to the original 13 States, und dann kommt es auf England, aus England. Aber es steht da, ja. Überraschung. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, es ist auch vom United Kingdom Health Department ein Hinweis darauf, Männer maximal 3-4 pro Tag, Frauen 2-3 pro Tag. Hier sieht man also wieder die Ungleichberechtigung. Es hat 5,5 Volumensprozent. Ja, eigentlich ist das ja, gehört das jetzt eigentlich zu, wie heißt das, nicht Mobbing bei Männern und Frauen? Diskriminierung. Diskriminierung, genau. Ja, das ist also ein diskriminierendes Bier. Ja. Männer dürfen 1 mehr trinken. Na, oder ist es, wenn es schlecht in Englisch ist, die Mindestmenge? Ist es nicht. Okay, gut. Es ist die empfohlene Menge. Aha, okay. Man, wo man es nicht regelmäßig überschreiten soll. Also wenn du es nur ab und zu überschreitest, ist es in Ordnung. Laut Health Department, du sollst es nicht regelmäßig überschreiten. Aha, okay. Das heißt, wenn du es täglich trinkst, Gott, ich zum Beispiel, Mensch, ich trinke nicht täglich Bier. Also ich meine, 24 Tage im Jahr schon, aber sonst nicht. Interessant. Da wird er von mir gezwungen dazu. Ja. Avoid alcohol if pregnant or trying to conceive. Also wer ein Kind kriegen will oder schon schwanger ist, soll es vermeiden. Ja, interessante Sache, es steht genug drauf. Wir machen es jetzt auf. Ich muss dazu sagen, interessant wird es ja, wenn es jetzt, es gibt ja derzeit diese Diskussion um das dritte Geschlecht. Soll jetzt eingeführt werden, das dritte Geschlecht? Männlich, weiblich und das dritte haben sie noch nicht festgelegt, wie es heißen wird. Da muss ja das auch auf den Bierflaschen stehen, theoretisch. Weil sonst wäre das ja auch wieder diskriminierend, wenn nur männlich-weiblich draufsteht, ja. Es ist sehr spannend, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du jetzt meine Meinung dazu hören willst. Eigentlich will ich überhaupt keine Meinung dazu hören. Ich finde es nur insgesamt die Diskussion spannend. Punkt. Weil das unheimlich viel Bereiche betrifft. Weil, ob das jetzt dann Inter heißt oder sonst wie, trinken die dann statt 3-4 und 2-3, 2,5-3,5? Also geruchsmäßig ist das so dermaßen extrem. Ich riech bis hier rüber. Hopfig, ja. Also das aber verbreitet einen Geruch im ganzen Raum in einer Geschwindigkeit. Ja. Also wenn das jetzt geschmacksmäßig auch noch so eine Explosion ist, dann kann das interessant in der heutigen Wertung werden. Es hat vom Geruch her sogar so Grapefruit, Limetten, Limonen, Geschmack. Also Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte, rein vom Geruch her. Schmeckt, als würde man eine Grapefruit beißen fast. Ja? Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das einzige an Grapefruit-Geschmack, das ich überhaupt mitkriege in den letzten 2 Jahren, ist über Bier. Ich habe, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal eine Grapefruit gegessen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, schmeckt es so ungefähr. Ja, also bin jetzt nicht so der Freund der englischen Biere, aber das ist ein ausgezeichnetes Bier. Ja. Ja. Also wer immer den internationalen oder auch den Craft-Bier-Kalender hat, freut euch des Lebens, ihr habt heute ein tolles Bier drinnen. Wer den Geschmack mag. Also es ist bitter. Sehr bitter. Ja, was ich sehr mag. Aber er ist ja auch sehr erfrischend. Ja, sehr erfrischend. Und es hat also diesen Grapefruit-Geschmack. Also wirklich ein sehr angenehmes, ausgezeichnetes Bier. Ich habe mir gerade überlegt, also wer jetzt zum Beispiel
Geruchsprobleme hat in seinem Auto. Warum immer diese blöden Wunderbäume, die einfach nur eklig riechen? Warum nicht einfach so ein Bier irgendwie reinhängen? Das gibt ja auch aus. Würde sehr viel frischer riechen, dieser Zitrusgeruch. Absolut. Ich fürchte nur, dass es bei der nächsten Polizeikontrolle vielleicht leichte Probleme, wenn man schon die Bierflasche am Spiegel hängen hat. Ja, aber sie ist ja noch voll, die muss ja riechen. Also hat man es ja nicht getrunken. Ja, aber das ist, aber zum Trinken wäre es ein Notfallsgebinde. Ja, aber der Inspektor käme dann vielleicht auf eigenartige Ideen. Und einen Inspektor gibt's keinen. Nur beim Kontern. Aber ich glaube doch, dass dann die Polizeikontrolle länger dauert als unbedingt nötig ist. Ja, das aber ist das wäre richtig. Eine Anregung. Duftbäume in solchen Biernoten. Ja. Das bin nicht, ich dafür. Das nicht immer riecht wie diese komischen Klosteine, sondern wirklich. Also ich kann in ein Auto mit Duftbaumgeruch gar nicht mitfahren. Das ist so. Geruchsnoten, die ich bevorzugen würde, wäre Röstzwiebel. Gesächtes. Speck. Schnitzel. Naja, Schnitzel ist jetzt geruchstechnisch jetzt nicht unbedingt meins. Es hat einen sehr heimlichen Geruch, aber es ist ja, im Endeffekt sehr viel sehr fettiger, ein sehr fettiger Geruch. Der ist jetzt nicht unbedingt ganz meins, aber 14 Guns wäre eine durchaus berechtigte Geruchsnote für einen Duftbaum. Ja, ja, es ist ein sehr angenehmer Duft. Schmeckt auch wirklich gut. Ich tue mir heute echt schwer bei der Bewertung. Alter, ich meine, ich habe einen leichten Vorteil in der Bewertung, ja. Also bei mir ist Platz 1 logischerweise das Hefeweizen, weil ich es liebe. Das ist wirklich was, das, da könnte ich mich reinlegen, da könnte ich mir kistenweise besorgen und dann einfach. Ja, das ist einfach gut. Dann das 13 Guns. Glaube ich, würde ich als Platz 2 nehmen, einfach weil ich es erfrischend innovativ vom Geschmack finde. Ich finde es gut. Ich finde es einfach, das Bittere ist, wäre nicht etwas, worauf ich im ersten Moment kommen würde, aber vom Geschmack her würde ich es auf Platz 2 rein für mich, weil ich finde es einfach erfrischend, gut, sehr wohlduftend, kann man trinken. Das dritte ist leider auch gut, aber eben, wenn man schon Platz 1 und 2 hat, hat man halt einen Platz 3. Um genau zu sein, teilt sich ja Platz 2 die beiden gleichen Biere. Ja. Auf Platz 3 wäre halt dann bei mir das neue Wiener Bier, die 100 Blumen. Wie ich den Titel 100 Blumen gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, also, ich habe mir nicht viel erwartet, das ist ein sehr gutes Bier, aber halt, wie gesagt, leider heute nur auf Platz 3, weil die anderen beiden mir besser schmecken. Ja, bei mir ist die Reihung natürlich jetzt genau umgekehrt. Wobei ich zusammen, ich habe mit mir gerungen, ob ich nicht die Engländer auf Platz 1 reihen soll. Kannst du ja nochmal kurz beide kosten und dann nochmal genau entscheiden. Ja. Nochmal kosten ist ja nie ein Fehler. Wir haben ja genug Kostproben da. Ich koste auch nochmal mit. Die Blumen auch nochmal. Ich habe gesagt, ich koste nochmal mit. Ja, also das ist für mich eine ganz klare Sache. Für Manfred, den Mundschenk aus Mistelbach, nicht ganz so klar. Nein, es ist wirklich extrem schwierig. Das Problem ist ja noch dazu, die Geschmäcker sind ja nicht wirklich vergleichbar. Was wir hier tun, ist ja eigentlich schon fast eine Augenauswischerei, weil nämlich, wenn Biere vom Geschmack her gar nicht so richtig vergleichbar sind, ist es ja schwierig, dann eine Wertung zu setzen. Das geht ja unheimlich nur in die Richtung subjektiv. Ja, das ist absolut subjektiv. Also, alle meine Wertungen sind absolut subjektiv, ja. Alle unsere Wertungen sind absolut subjektiv, weil wir sind ja keine
Biersommeliers, wir sind keine Bierprofis in dem Sinn, sondern wir sind einfach irgendwelche Typen, die Biere kosten und sagen, das schmeckt mir nicht, oder das schmeckt mir mehr als das andere, oder heute schmeckt mir das mehr als das andere. Weil das ist nämlich auch noch so, dass wenn ich in 3 Tagen dieselben Biere trinken würde, heißt das ja nicht, dass ich sie selber gleich rein würde, ja. Wobei ich dazu sagen muss, der Adolf und ich sind also schon Leute, die also doch gerne Bier trinken, Art 1. A2, glaube ich, auch schon eine breite Palette an Bieren getrunken haben. Ich bin im 3. Jahr der Bierverkostung. Selbst wenn ich vorher nichts getrunken hätte, wäre das schon eine sehr breite Basis. Ja, aber es ist schwierig. Aber ich werde heute über meinen eigenen Schatten springen. Platz 1, 13 Guns aus England. Platz 2, ganz dicht gefolgt, das 100 Blumen, das neue Lagerbier aus Wien, das ich also sehr gut finde, sind wirklich gut gelungen. Und ja, auf Platz 3 die Weiße, die ich auch sehr gut finde, aber ich bin nicht so der Weißbier-Fan. Ja. Darum ist es für mich 3, beim Adolf ist es genau umgekehrt. Muss dazu sagen, wir sind zumindest alle beide der Meinung, dass alle 3 Biere gut sind. Absolut, das sind alle 3 Biere ausgezeichnet. Alle 4 Biere? Alle 4 Biere, ja. Aber wenn jemand Weißbiertrinker ist, Hirsch, Hefe, Weizen absolut zu empfehlen. Für ein normales Lagerbier, das doch ein wenig anders schmeckt, weil es also doch relativ dunkel ist, aber ich finde es gut gemacht, mit 5,2% auch sehr gehaltvoll ist. Das neue Wiener Bier, diese neue Brauerei, Hut ab, gut gemacht. Und wie gesagt, für jemanden, der englischen Bieren extrem reserviert gegenübersteht, so wie ich, kann ich nur sagen, Hut ab, ein tolles englisches Bier. Das erste, das mich wirklich überzeugt. Ja. Ein wirklich grandios, cool gemachtes Bier. Also, der Hopfen knallt wirklich rein. Also, es ist wirklich so, wie wenn die Kanonenkugel hopfig daherkommt und dich dahin rafft. Und du dir einfach nur noch sagen kannst, ja, das war es wert. Ja, ich freue mich jetzt schon, wenn wir dann danach gemütlich noch die 2. Flasche leeren werden. Trinken wir erstmal die Sachen aus. Ja, ja. Ja, aber ihr werdet jetzt einfach gemütlich den Abend verbringen. Wir haben euch immerhin circa 23 Minuten eurer Zeit geklaut. Es hat uns gefreut, für euch ein Video gemacht zu haben. Bewertet es gerne, wenn euch der Drang erfüllt, nichts mehr verpassen zu wollen. Abonniert, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ein Abo ist hier immer kostenlos und außerdem bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als uns zu verabschieden. Es war ein schöner 12. Siebter Erste, ich bin schon wieder im nächsten Jahr. Nein, es ist erst der 7. Also wir, 7.12. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, 3 Wochen. Wenn ich die ganze Verkostung am 7.1. drehen würde, wäre ich etwas spät dran. In diesem Sinne, wir verabschieden uns Adolf der Schandmaul auf GauTV und Manfred der Mundschenk sagt auf Wiedersehen.